Für Gockel Konstantin hat's Fliegen keinen Sinn. Ja, da denke ich mal, klingelt's ganz gewaltig bei einigen von euch. Denn wieder einmal haben wir es mit einem echten Klassiker der Fernsehunterhaltung zu tun, der zwischen 1983 und 2013 immerhin ganze 9 Mal wiederholt wurde und somit auch Kindern der 90er und 2000er mit Sicherheit ein Begriff sein sollte. Ob dieser Klassiker heute noch ohne Disclaimer ausgestrahlt werden könnte? Einige der Folgen waren auf jeden Fall nicht ganz unumstritten. Und mir ist in der deutschen Fernsehgeschichte auch kein anderer Fall bekannt, wo man die Serie zuerst den Eltern zeigte, bevor man sie auf die Kleinen losließ. Warum das so war und was man sich bei der Serie noch alles traute, das erfahrt ihr jetzt. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der Fette Loser im Exil und heute habe ich euch eine Serie mitgebracht, die für mich persönlich zu dem Besten gehört, was das Kinderfernsehen je hervorgebracht hat. Die Serie Neues aus Uhlenbusch feierte ihre TV-Premiere am 24. Dezember 1977 im ZDF. Ja, am Heiligabend und zwar mit der Folge Bierlisa. Danach kam erstmal nichts mehr. Bis zum 4. April 1978, denn an diesem Dienstag zeigte der Sender den Spielfilm Neues aus Uhlenbusch – Geschichten aus der Welt der Kinder im Abendprogramm, um den Eltern die Produktion schmackhaft zu machen. Die Idee dahinter war, dass die Eltern die Serie zusammen mit ihren Kindern ansehen sollten, denn sie war so gestaltet, dass sie auch die Erwachsenen wieder an ihre Kindheit erinnern sollte. Der Film bestand aus 3 Folgen der Serie, die durch eine Rahmenhandlung miteinander verbunden wurden. Und schon 5 Tage später, nämlich am Sonntag, den 9. April 1978, startete die Show im Nachmittagsprogramm des ZDF. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Aber einige Folgen haben sich, warum auch immer, tief in mein Gedächtnis gebrannt. Und als ich diese Episoden jetzt in Vorbereitung auf die Sendung noch einmal angesehen habe, war auf einmal alles wieder da. Daran sieht man, wie gut diese Geschichten geschrieben waren. Die Serie zeigt die Alltagserlebnisse von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren in dem kleinen, fiktiven norddeutschen Örtchen Uhlenbusch. Dass diese Erlebnisse nicht immer positiver Natur sein müssen, zeigen besonders die Folgen Bierlisa, in der es um Alkoholismus in der Familie geht, oder Nur eine Ohrfeige, die die Gedankenwelt eines Kindes zeigt, das geschlagen wurde. Allerdings gab es in den Staffeln 2 bis 4 weit weniger kontroverse Episoden, was der Qualität der Geschichten jedoch in keinster Weise schadete. Das verbindende Element zwischen dem Zuschauer und den Protagonisten der Serie ist der Postbote des Dorfes Heini, der mit vollem Namen Heinrich Lüders hieß und für die Kinder des Dorfes so etwas wie ein väterlicher Freund war, da er selbst über ein kindliches Gemüt verfügte und immer noch bei seiner Mutter lebte. Habt ihr das gehört? In dem fiktiven norddeutschen Örtchen Uhlenbusch. Unser Bühmonster ist unterwegs dahin, um die Drehorte ausfindig zu machen. Und ich habe mit ihm gewettet, dass er es nicht finden wird. Ja, ich erkenne mich manchmal selbst nicht wieder. Gedreht wurde die Serie zwischen 1977 und 1982 in verschiedenen norddeutschen Gemeinden, wie zum Beispiel Wiedenstahl, Bornum am Elm, Evessen, Rehburg-Luckum, Königslutter am Elm, Repke und Schöningen. Interessant dabei ist, dass sich durch die wechselnden Drehorte auch feste Lokalitäten wie der Tante-Emma-Laden von Oma Piepenbrink veränderten. Doch hier tauschte man nach der ersten Staffel auch die Schauspielerin aus und ersetzte den Charakter komplett, um zu suggerieren, dass es in Uhlenbusch wohl 2 Tante-Emma-Läden gab. Ein ganz schönes Hin und Her. Aber hat uns Kinder von damals das gestört? Nicht die Bohne. Was viel mehr gestört hat, das war dieses ständige Ausstrahlungschaos. Das fängt schon mit der ersten Folge an, die ja am Heiligen Abend 1977 gesendet wurde. Der Spielfilm, der 14 Wochen später die Reihe fortsetzte, beinhaltete die Folgen 3, 4 und 5 der Serie. Die fehlende Episode Nummer 2 bekamen wir dann als die erste reguläre Folge zu sehen, gefolgt von der Ausgabe 6, die allerdings erst ganze 5 Wochen danach kam und die verbliebenen 7 Folgen der ersten Staffel von da an wöchentlich folgen ließ.
Die zweite Staffel bestand nur aus 6 Folgen, zwischen denen mal 2 Wochen oder auch ein ganzer Monat liegen konnte. Die 9 Folgen der dritten Staffel liefen dann wieder im wöchentlichen Rhythmus und das beließ man dann auch so bis zum Ende der Serie am 28. März 1982. Tja, irgendwie hatten es die Sender damals nicht so mit der Einhaltung der Reihenfolge oder mit festen Sendeterminen. Tja, die 80er waren manchmal auch ziemlich strange. Hey, Monsterbacke! Was willst du? Sag mal, hast du den Grüling in die Walachrutten geschickt, um einen Busch zu finden? Ja, wieso? Na, weil der hier andauernd anruft und mir die Ohren volljault, dass er ihn nicht finden kann. Ja, das kann gut sein. Den Ort gibt's nämlich gar nicht. Echt jetzt? Wow, ich glaube, ich habe dich völlig falsch eingeschätzt. Du bist in Ordnung. Weitermachen, mein Dickerchen. Und ihn schicke ich demnächst auf den Mond. Im Dezember des Jahres 1980 schaffte es die Serie sogar auf die große Leinwand und lief unter dem Namen Neues aus Uhlenbusch, ich hatte einen Traum in den bundesdeutschen Lichtspielhäusern an. Bei dem Film handelte es sich aber nur um die Episoden 29, 31 und 32 der Serie, die durch eine extra gedrehte Rahmenhandlung miteinander verknüpft wurden. Seine TV-Premiere feierte der Spielfilm am 8. Juli 1984 im ZDF, wobei die Episoden, die er enthielt, bereits im Rahmen der Serie zwischen dem 3. und dem 31. Januar 1982 ausgestrahlt wurden. Wenn man sieht, wie viele Serien es als Zusammenschnitt ins Kino geschafft haben, dann schreit das fast schon wieder nach einem eigenen Special. Aber die Schauspieler waren der großen Leinwand auch durchaus würdig. Da wäre zum Beispiel Trude Breitschopf, die die Rolle der Oma Piepenbrink übernahm. Sie spielte seit den 40ern in einigen deutschen Kinoproduktionen mit, von denen vor allem Bernhard Wickis Werk Die Brücke ein Begriff sein sollte. Ab Ende der 60er sah man ihr Gesicht dann immer wieder in Serien wie Der Kommissar und Meister Eder und sein Pumuckel. Trude Breitschopf war allerdings nur in der ersten Staffel dabei und wurde in der dritten Staffel gegen die Figur Tante Appelboom ausgetauscht, die von Hildegard Wensch gespielt wurde. Sie ist vor allem durch die legendäre Tatortfolge Rattennest von 1972 bekannt geworden, in der auch Götz George sein Tatortdebüt gab, damals allerdings noch als Krimineller. Von 1983 bis 1990 war sie ein wiederkehrendes Gesicht in dem Uhlenbusch-Nachfolger Bettkantengeschichten. Und dann dürfen wir natürlich nicht den Postboten Onkel Heini vergessen. Er wurde von Hans-Peter Korff dargestellt. Er ist uns vor allem als der Familienvater Siegfried Drombusch aus der Serie Diese Drombuschs bekannt, die er aber auf eigenen Wunsch zu Beginn der dritten Staffel wieder verließ. Später war er immer wieder in verschiedenen Serien wie Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, und Adelheid und ihre Mörder zu sehen. Heinis Mutter wurde übrigens von dem Volksschauspieler Uwe Dallmayr gespielt und seine Szenen von Ursula Diestel synchronisiert. Außerdem war er auch noch als der Bauer Brömmelkamp in der Serie zu sehen. Dallmayr war ein wiederkehrendes Gesicht im Tatort, der Alte oder Derrick. Und natürlich in der Serie Kymo Henriette von Helga Feddersen. Tja, damals hat man noch richtig gute Schauspieler in Produktionen für Kinder untergebracht. Aber auch die Drehbuchschreiber und die Regisseure waren erste Sahne. Und ihr werdet nicht glauben, wer da noch so alles mitgemischt hat. Neben Rainer Bold, Marianne Rosenbaum und Gérard Saman stach vor allem ein Name im Team der Regisseure besonders hervor: Thomas Dreger. Er hatte seit Mitte der 70er bei vielen Kindersendungen des ZDF als Autor, Produzent oder Regisseur gearbeitet, wie zum Beispiel bei der Rappelkiste, den Bettkantengeschichten, Hals über Kopf und Morgen schon. Er verfasste, wie seine Regiekollegen auch, einige der Drehbücher, ebenso wie Hans-Peter Korff, der die Rolle des Postboten Heini spielte. Er schrieb zusammen mit Monika Bleibtreu, mit der er seit Anfang der 80er auch verheiratet war, an 2 der Drehbücher mit und führte bei einer Folge sogar Regie, in der auch der Sohn seiner Frau Moritz Bleibtreu mitspielte. Zufälle gibt's. Tja, wie ich bereits sagte, wurde die Serie insgesamt 9-mal wiederholt. Das letzte Mal 2013 auf ZDF Neo. Und seitdem? Aber es gibt ja noch die DVD-Auswertung.
Bereits 2003 kamen die ersten DVDs der Serie auf den Markt. Allerdings beinhalteten sie nur 3 bis 4 Folgen pro Scheibe und nach 6 Ausgaben kam dann auch nichts mehr. Abgesehen von einer sogenannten Collector's Edition, die 21 ausgewählte Episoden enthielt. Wer die Reihe tatsächlich komplett haben wollte, musste sich bis 2008 gedulden. Dann endlich erschienen alle 40 Folgen in einer Box. Der Spielfilm ist übrigens auch auf DVD und sogar auf Blu-ray zu haben und man kann ihn auch über Amazon streamen. Ich muss zugeben, dass ich es sehr genossen habe, die alten Folgen wiederzusehen. Tja, ich bin eben ein Nostalgiegeier, ja, und deshalb... Oh, Vanji, tut mir leid, dass ich mich jetzt erst melde, aber stell dir vor, ich habe es gefunden. Was? Du hast was gefunden? Na, Uhlenbusch. Das glaube ich doch jetzt einfach nicht. Ja, da staunst du, was? Damit habe ich jetzt wohl unsere kleine Wette gewonnen und kann mir jetzt den nächsten Beitrag aussuchen. Na, das kann ja heiter werden. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Na bitte.